Warum ist der Staatshaushalt nicht ein Privat- oder Unternehmenshaushalt, nur eben in Größe? Naja, das ist ja auch immer wieder dieses Falsche, den Staat zu vergleichen mit einem privaten Haushalt. Der schwäbischen Hausfrau, die könne auch nicht mehr ausgeben, als sie einnimmt. Nein, der Staat ist ja schon alleine von der Größenordnung eine ganz andere Institution. Und der Staat muss, das wissen wir spätestens seit dem großen britischen Ökonomen, wahrscheinlich der größte Ökonom des 20. Jahrhunderts, John Maynard Keynes, dass der Staat eben die Aufgabe hat, in der immanent kapitalistischen Krise, man nennt das ja verniedlicht die Konjunktur, da fängt ja auch schon Sprache, da müssen Sie mal auf Sprache achten. Konjunktur, ja, hört sich ja nicht ganz so schlimm an wie Krise. Ja, in der Krise versagen eben die Privaten, sind die Unternehmen unfähig, aus der Krise herauszukommen, weil das ist verständlich, weil sie verhalten sich betriebswirtschaftlich rational. Wenn Unternehmen einzelwirtschaftlich, also Betriebswirtschaft in die Krise gerät, also die Umsätze stagnieren, dann treten sie auf die berühmte Kostenbremse. Indem sie das aber tun, ja, bedeutet das für die anderen Unternehmer weniger Umsätze. Ja, und da kommt das Gesamtwirtschaftliche wieder ins Spiel, dass die Rationalitätsfalle, also ihr einzelwirtschaftlich rationales Verhalten, führt gesamtwirtschaftlich zu einem kontraproduktiven Ergebnis. Das war die große Erkenntnis von Keynes. Und deshalb hat Keynes gesagt, muss der Staat dann da rein, sonst kommen die da aus der Krise nie mehr raus. Und der Staat muss sich, weil er eben nicht der Profitfunktion unterliegt, sich antizyklisch verhalten und muss dann eben zusätzliche Staatsausgaben und das schuldenbasiert, weil der Staat kann nicht erst Steuern erheben. Ja, das dauert alles viel zu lange, ist zu kompliziert. Steuererhöhung durch die Parlamente zu bringen, ja, da wissen wir, wie schwer das ist. Also muss er einfach handeln, indem er eben Staatsausgaben auf Kredit in den Kreislauf pumpt, um damit aus der Krise